NECTV und der HSC. Ein ganz starkes Team. Handball live. Wir bringen crossmediale Ideen und Konzepte in die Huck Coburg Arena. Fernsehen ganz nah. Herzlich willkommen hier im VIP-Raum. Guten Appetit an dieser Stelle. Lasst euch nochmal alle gut schmecken. Die Pressekonferenz nach dem Spiel mit den beiden Trainern, mit Aaron Zirke aus Rostock und natürlich auch mit Jan Gohr. Die Fakten zu diesem tollen Spiel kurz nach Weihnachten. 3.530 Zuschauer, ausverkaufte Coburg Arena. Ein 30:23 Heimsieg für den HSC 2000 Coburg gegen den HCM Por Rostock. Und Rostock war ja die Mannschaft, die zum Saisonauftakt den HSC 2000 Coburg in eigener Halle an der Ostsee noch besiegt hat. Aaron, deine Worte nach dem Spiel, so kurz und knapp danach. Ja, erstmal schönen guten Abend und dann natürlich Glückwunsch an Coburg und an Jan. So direkt nach dem Spiel, mit 7 Toren verloren. Ganz ehrlich, für mich fühlt sich das eigentlich viel höher an. Denn ich glaube, dass wir bis auf diese Phase in der ersten Halbzeit bis zum 6-6 oder 7-6 Uhr geführt haben, auch eigentlich keine Chance hatten heute, muss man ganz ehrlich so sagen. Wir haben eine viel zu hohe Fehlerquote gehabt. Wir haben, glaube ich, in der ersten Viertelstunde viele Bälle bis nach außen durchgebracht, haben dann da leider eine nicht ganz so tolle Quote von außen gehabt. Das sind sonst meine sichersten Spieler. Die haben heute nicht den besten Tag gehabt. Das, was wir eigentlich machen wollten, ist eigentlich in dem Moment aufgegangen. Dadurch kam natürlich dann die Unsicherheit bei den Rückraumspielern dazu, die dann ja eigentlich mit den Außen spielen wollten. Das hat nicht funktioniert. Dann haben wir so eine Phase im Spiel gehabt, wo wir dann schon mit 6 Toren in Rückstand geraten vor der Halbzeit, weil wir dann andere Sachen ausprobieren. Dann kommen wir nochmal wieder in die Spur beim 10-13, wo wir selbst die Chance haben, noch auf 11-13 zu verkürzen. Aber auch da machen wir dann nochmal ein paar leichte Fehler, sodass der Halbzeitstand mit 6 Toren ja dann schon recht deutlich war. Ja, und die zweite Halbzeit gefühlt plätschert die dann so ein bisschen dahin. Wir haben unsere Tore gemacht, Coburg hat seine Tore gemacht, unser Torwart hat ein paar Bälle gehalten. Ich glaube, wir hätten uns nicht beschweren dürfen, wenn das dann noch wesentlich deutlicher ausgefallen wäre. Mit einigen Sachen kann ich nicht zufrieden sein. Natürlich nach so einem Spiel, nach so einem Ergebnis, wie gesagt, die Niederlage fühlt sich wesentlich höher an. Ich nehme wirklich den Kevin Lux raus, unseren Kreisläufer, der ist Jahrgang 97, der hat seine Sache heute gut gemacht. Das ist noch A-Jugendlicher, das war in Ordnung. Auch Jan Kominik im Tor war über weite Phasen im Spiel in Ordnung, hat uns da geholfen. Und den Rest muss ich mir dann erstmal auf Video angucken und dann genau auswerten, wo es denn da dran gelegen hat. Dankeschön, Aaron. Jan, wir kommen zu dir. 30:23 Heimsieg, der HSC überwintert in Anführungszeichen auf dem 3. Tabellenplatz. Dein Fazit heute nach dem Spiel, also was ist dir aufgefallen, was nimmst du mit aus dieser Begegnung gegen Rostock? Ja, auch von meiner Seite schönen guten Abend und Aaron, vielen Dank für die Glückwünsche. Wir hatten ein paar Sachen vor für dieses Spiel. Ganz oben stand natürlich, dass wir uns revanchieren wollten für die Auftaktniederlage in Rostock. Das hat uns sehr, sehr geschmerzt, weil wir eine Woche vorher hier einen Erstligisten aus dem Pokal werfen, mit ganz viel Euphorie dahin fahren und im Strand an der Ostseeküste dann eine bittere Bruchlandung erlitten haben. Und damals waren zum Beispiel eben genau diese Faktoren, wie heute in der ersten Halbzeit man auch sehen konnte, ausschlaggebend. Die Außen haben viele Bälle gehabt, wir haben damals das nicht so gut in den Griff bekommen von Torwartseite, das war heute viel, viel besser. Und wir haben mit unseren großen Leuten in der Deckung in der Mitte extrem Probleme auch gegen dieses viele und gute 1-gegen-1 Spiel von Rostock gehabt. Und das waren Dinge, die wollten wir auf jeden Fall zeigen, dass wir das besser lösen können. Ich denke, das war auch der Grundstock, dass wir dann Mitte erster Halbzeit mit 6 Toren führen. Dann haben wir uns einen kleinen Durchhänger geleistet und Rostock ist sofort da gewesen, kommt wieder ran auf 3 Tore. Und was sehr wichtig war, bis zur Pause eben diesen Vorsprung wieder auszubauen auf 16-10. In der zweiten Hälfte hat Rostock das aus meiner Sicht sehr gut geschafft, unsere 6-0-Deckung zu gefährden. Fast in jedem Angriff haben sie ein Tor produziert, sodass wir auch was anderes gemacht haben. Wir haben eine 5-0-1 dann gespielt, haben versucht, diesen Vorteil, dass Rostock oft nicht mit dem Linkshänder im rechten Rückraum gespielt hat, auszunutzen. Also von daher, es war noch viel drin in der zweiten Halbzeit, auch aus Trainersicht. Und ich bin froh, dass wir jetzt diesen Abschluss geschafft haben, dass wir hier mit ihnen zusammen unser letztes Heimspiel noch gewonnen haben in 2015 und jetzt kommt eine wohlverdiente Pause, für die Mannschaft wohlverdient und dann greifen wir wieder neu an im neuen Jahr.
Ich habe nur zwei Fragen an euch beide, vielleicht ein kleines Zwischenergebnis. Erlangen gewinnt fast in letzter Sekunde mit einem Tor zu Hause gegen Neuhausen, also auch ein sehr überraschendes Ergebnis in der zweiten Liga. Aaron, kleines Fazit, kleiner Ausblick, wo wird es dann ab Februar für euch auch weitergehen? Die Ziele vielleicht für diese in dieser Mammutsaison? Ja, wie wird es weitergehen? Wir haben am 10.2. spielen wir gegen Erlangen direkt zu Hause. Wo geht die Reise hin? Ja, für uns war im Vornherein klar, dass wir nur um den Klassenerhalt spielen. Ich habe das vor der Saison gesagt, dann sind wir eigentlich normal in die Serie gestartet. Normal, Jan, entschuldige bitte. Mit dem Sieg gegen Coburg, da haben natürlich dann einige schon ein paar Luftschlösser gebaut, eben bei uns in Rostock, und haben gedacht, eben, es geht sonst wohin. Auch da habe ich schon gesagt, eben, Leute, bleibt mal mit den Füßen schön am Boden. Für uns geht es wirklich nur darum, eben die Klasse zu halten. Und genau das werden wir natürlich auch in der Rückrunde in Angriff nehmen. Wir haben vom Spielplan her so, dass wir ja viele von den direkten Konkurrenten zu Hause haben, sodass ich da denke, dass wir mit den Punkten, die wir jetzt in der Hinrunde auch geholt haben, da auf jeden Fall auch gute Chancen haben. Es ist natürlich ärgerlich, dass wir jetzt so eine kleine Negativserie haben, aber wir haben von den letzten 9 Spielen jetzt 7 auswärts gehabt, nur 2 zu Hause gegen 2 gute Gegner. Von daher war es dann da auch ein bisschen schwieriger. Wir haben den Auswärtsspielen bis auf heute relativ knapp nur in die Niederlagen einbringen müssen. Aber ich sage auch mal, in Coburg die Punkte zu holen, das ist dann auch nicht unbedingt unser Anspruch. Vielleicht ein besseres Spiel noch zu machen, ja. Aber wir müssen jetzt auch, genauso wie die Coburger Mannschaft, jetzt die Akkus aufladen. Denn ich denke mal, 20 Spiele, beziehungsweise 21 Spiele in den Knochen wollen, Jungs, merkt man den an. Wir haben einen etwas kleineren Kader. Wir müssen mit 8, 9 Leuten weitestgehend durchspielen. Die Jungs gehen teilweise auf dem Zahnfleisch. Da versuchen wir jetzt, denen erstmal eine Pause zu geben und dann eben wieder eine vernünftige Vorbereitung zu spielen und dann eben die Rückrunde erfolgreich zu starten. Aaron schlagt Erlangen, das gibt Auftrieb zum Klassenerhalt an der Stelle. Also 10.2. wäre ein schönes Ding, wenn ihr machen würdet. Jan, die Frage an dich, gib mal so einen Einblick in die Mannschaft. Also wie geht es jetzt weiter? Jetzt erstmal Pause, die wohlverdiente Pause für die Jungs, auch für dich als Coach. Wann geht es wieder weiter? Gib mal so einen kleinen Einblick für unsere Leute an der Pressekonferenz, wie es dann im neuen Jahr eben wieder neu losgeht. Wir haben morgen Vormittag nochmal Training und werden dort noch ein bisschen regenerativ arbeiten. Und dann entlassen wir die Mannschaft in Urlaub und Aaron hat das angesprochen. Diese Anzahl von Spielen, das ist für die Jungs schon extrem. Und wir sind in den letzten Wochen, kann fast sagen Monaten, ja auch ein bisschen von Verletzungen gebeutelt gewesen. Und es hat sich auf wenige Schultern verteilt. Und ich denke, man muss heute beiden Mannschaften ein Kompliment machen, was sie noch rausgeholt haben. Und was für ein unglaublich schnelles Spiel wir hier in der Halle gesehen haben, mit wie viel Gegenstoßsituationen. Aber es wird Zeit, dass Pause ist. Und für uns geht es, wie gesagt, am 9. Januar wieder los. Da gibt es so ein paar kleine Tests, die wir als Trainer immer gerne haben. Wo wir schauen, wie ist der Zustand, wie ist die Situation von der Mannschaft, was uns wichtige Rückmeldungen für die Vorbereitung im Januar dann gibt, denn das ist entscheidend, dass wir gute Grundlagen legen. Die Rückrunde wird genauso lang und intensiv und wir haben ja noch ein bisschen was vor. Und zwischendrin haben wir das ein oder andere Testspiel geplant, ein bisschen was konnte man ja der Presse auch schon entnehmen, werden wir sicher nochmal Infos rausgeben und dann hoffen wir, dass wir zum Rückrundenstart zum ersten Spiel in 2016 dann in Hennstedt gut vorbereitet sind und ich hoffe, dass wir möglichst vollzählig dann dort antreten können. Jetzt ergänze ich noch, der Februar hat es in sich. Hennstedt auswärts, Aue auswärts, Minden auswärts, also von daher spannende Spielchen, die uns 2016 erwarten. Euch beiden wünsche ich alles Gute. Kommt gut rein in 2016. Wohlverdiente Pause, ladet die Akkus auf. Liebe HSC-Fans, schönen, guten Rutsch ins neue Jahr 2016 und ab Februar gehen wir alle gemeinsam Vollgas für ein großes Ziel. Wir freuen uns drauf. Danke für die Aufmerksamkeit. Noch einen schönen Abend. Ciao. NECTV und der HSC. Ein ganz starkes Team. Handball live. Wir bringen crossmediale Ideen und Konzepte in die Huck Coburg Arena. Fernsehen ganz nah.